Wir gehen rein in den Flughafen. Wo sind wir? Huh. Haben wir den richtigen geladen? Moment. Mal Menü. Weiter. Ich glaube nämlich, dass wir gerade falsch waren. Hä, Labor? Labor waren wir schon. Jetzt gehen wir in den Flughafen. Zack. Nein, Moment. Wir brauchen P2. Wir müssen leider P2 spielen, sonst haben wir eine falsche Steuerung. Wo die andere wäre vielleicht einfacher. Wie lange geht es noch, bis der Lokus hier ankommt? Ich mache mir gleich in die Hose. Hör auf zu drängeln und stoßen. Ich bin der Erste. Richtig? Klar, Chef. Du gehst vor, Chef. Wer seid ihr? Kurz den Stuhl wissen, hör mal. So, wer seid ihr? Die Putzkolonne. Greift die Eindringlinge an. Eindringlinge. Aber ich muss mal pieseln. Ich muss mal meine Schellen austeilen. Das ist ja hier. Im letzten Video waren wir ja nur Zweiter. Macht immer hier, drücke F, wenn ich gerade beschäftigt bin hier. Was? Was ist ein Blödsinn? Ja. So. Ein auf den Durst. Wir sind hier in einem Flughafen. Ja, mit Zugang über eine Toilette. Keine Zeit für Fragen. Lass uns die Family und holen. E? Ah. Wir müssen erstmal das Flugzeug zerstören. Natürlich. Wieder allein. Juckt die Nase. Bitteschön. Schau mal da drüben, das muss das Flugzeug von K2 sein. Die bereiten sich für den Start vor. Wir müssen uns beeilen. Wir sollen uns beeilen. Ich sehe nichts. Jetzt mal ein paar Bohnen. Hallo. Ja, geil. Hammer. Das war nicht so hammer. Hammergeil. Komm. Oh. Da war ich aber schneller, oder? Warum krieg ich denn eine? Schon wieder. Gibt mir bitte die Bratpfanne? Danke. Trick 17 war das. Wieder? Ich hau eben doch, doch, das gibt's doch gar nicht. Ich bin die Bratpfanne. Ich gebe nicht auf. Steh auf. Das war's schon. Von dem beeilt euch und die gehen hier spazieren. Was ist denn los? Hä? Ich hab abgewehrt. Klitschklatsch. Die halten gerade nicht so viel aus, ne? Wieder! Geht doch. Glück, 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 Glück. Auf, die nächste. Was ist denn das für ein Gedudel hier? Die halten nichts aus. Ich komme ja nicht schneller voran.
schnell ausgelegt. Zack. Wer sitzt denn wieder vorne? Ein bisschen aufholendes. 1,38. Boah, das gibt's doch gar nicht. Hanni. Das kann nicht euer Ernst sein, oder? Was machen wir hier? Ich mache hier die Hochkaräter, ne? Endlich. So. Motorbikes. Was macht der denn da? Schiebt die Katze hoch. Haltet die zwei auf! Startet dieses verdammte Flugzeug. Chef, wir müssen zuerst alle Kisten einladen, Chef. Verdammt, die Idioten! Ich habe euch gesagt, wir starten jetzt. Ja, Chef. Hab ich gesehen. Entschuldige, Chef. Sicher, Chef. Los. Hä? Ach, das ist ja Blödsinn mit dir hier. Mann! Reicht's aber. Hua! Krieg nicht. Jetzt haben wir ihn. Auf die Motorräder und los. Hast du gesehen, wie nett die waren? Die haben sogar ihre Motorräder für uns da gelassen. Los, lass uns gehen. Die Laderampe am Flugzeug wird noch durch Bodenkisten blockiert. Auf geht's. Fährt der allein nach vorne? Der wird komplett. Diesmal, aber das gibt's ja gar nicht. Wir sind hier das Finale. Wir gehen ins Finale. Direkt rein da. Jawohl. Direkt eine bekommen wir. Zu spät. Hey, willst du da reagieren, ne? Gut Glück hier. Auf da! Oh yeah! Willkommen! Oh, kräftig! Eine austeilen hier! Tritt! Jawohl! Ich sehe gerade nicht viel. Das war's. Steht er wieder auf hier. Bleib liegen. Auf hier nochmal. Ja, der sieht aus wie der im Film. Der immer die Zähne verliert. So, wir haben es geschafft. Jetzt holen wir uns diesen Schurken. K1, K2 und K3. Nein, noch nicht geschafft. Was ist er denn? Willkommen, weil sowas hat man natürlich in seinem Flugzeug. Seid ihr gekommen, um den Start live mitzuerleben? Seid mit dir. Verdammt, lasst Sophia gehen. Ich werde euch und das Mädchen entsorgen und dann werde ich noch reicher sein, als ich es jetzt schon bin. Und das alles in wenigen Minuten. Da kommt das Bier. Heute muss man das sein. Schön aufgesagt, Chef. Und jetzt lernt ihr den unerbittlichen Bodennator kennen. Hör auf, ihn so zu nennen. Sein Name ist H725. Entschuldige, Chef. Wenn du denkst, dass du denkst und denkst, du hast du denkst,
dass die Blechbüchse hier dich schützen wird, dann irrst du dich gewaltig, denn wir zwei kriegen erstmal beide eigenes Stinkel. Oha. Komm, ich bin dran. Ja. Jawohl. Boah. Wer ist das nicht? Entschuldige, Chef, ich habe versagt. Mach dir keine Sorgen, mein nutzloser Diener. Jetzt werden sie den Zorn von H725 erleben. Aua, 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 meine Zähne. Hä? Hier gehen wir von hinten ran, oder? Ich sehe gar nichts. Okay, doch, da ist was. Komm hier rauf. Da funktioniert schon mal nichts. Oh, Leute. Ist das wahr? Grüezi fix nochmal. Komm da nicht ran. Bringt das was? Hä? Das bringt irgendwie gar nichts. Jetzt. Na, ich renne genau rein. Nein! Verstehe ich nicht. Er hat schon einmal Schaden bekommen, aber wie? Ich bin aber ein Tipp hier. Fährt immer hoch und runter? Was hat er bekommen gerade? Also wird das ja nie was. Jetzt doch. Seltsam. Erreiche ihn gar nicht. Jetzt so. Oh, ich bringe noch einen. Jetzt hat er einen gekriegt. Die Dinger bringen gar nichts. Das ist echt verwirrend hier, oder? Noch mal was. Jawohl. Ein Schlag. Der überfährt mich, obwohl ich weit über ihm bin. Komm, jetzt. Das ist unsere Chance. Das war auf jeden Fall ein Ansatz. Ist doch gar nicht. Kommt er dann immer mit dem Ding los? Jetzt. Nee, diesmal nicht. Jetzt. Oh. Leute. Bleib einfach stehen. Alles gut.
ist ein komischer Gegner. Das ist bestimmt ein Trick, den wir noch siehst. Noch nicht sehen. Immer trifft er uns hier. Jetzt. Da waren wir ein paar Schläge. Ist gut. Jetzt hau ihm eine. Macht er nicht. Batti. Jetzt kommt er vor. Beschäftige den. Das Bike ist auf jeden Fall durch. Da ging einiges. Was? Werf immer falsch. Komm her. Boah, die überfährt mich einfach. Peppler, Peppler. Ist auch so ein Typ, der nicht aufhört, oder? Aber ein paar. Ist auf jeden Fall ein paar Gläser mit dem. Ein paar Gläser mit dem Schlag. Ein paar Schläge mit dem Glas. Ist fast durch. Er ist fast down. Wir bleiben dran hier. Jetzt. Jawoll. Weg mit dem Ding. Und jetzt, mein Freund. Zu dir. Es ist vorbei, K2. Die Bohnen dieser Welt sind gerettet. Hey, warum stoppt die Startsequenz nicht? War ja klar, oder? Wir sind zu weit von der Insel entfernt. Die Rakete ist außerhalb der Reichweite der Fernbedienung. Ihr glaubt doch nicht, dass es vorbei ist. Nein. Puff. Schnell, wir müssen zur Insel zurück. Kannst du so ein großes Flugzeug fliegen? Fliegen? Ja. Landen? Nein. Nun gut. Ein Riesencockpit. Wir haben ein Problem. Während des Kampfes wurde der Tank beschädigt. Wir verlieren an Höhe. Ich fliege diese Schüssel zurück zur Insel. Geh und schau, ob du Gewicht abwerfen kannst. Erstmal hier K2 weg. Ich kümmere mich sofort darum. Nimm das Funkgerät, damit wir in Kontakt bleiben. So nett, so nett waren nie zusammen. Nie miteinander. Gut. Er fährt das Ding da, war klar. Was? Wie sieht er denn da vorne aus? Wie sieht's aus? Ist jetzt genug? Wir müssen viel leichter werden. Warte, ich habe eine Idee. Aktiviere den Autopilot und hilf mir. K2? Ach Gott. Das gesamte Paket. Super, es hat geklappt. Wir werden schneller. Versuch nochmal die Fernbedienung zu benutzen. Wir waren fantastisch. Das kannst du laut sagen. Ich glaube, uns geht der Sprit aus. Haben wir noch genug Sprit, um zu landen? Nein! Nein! Es reicht nicht, um sicher auf der Insel zu landen, aber wir haben genug, um so viel Möglichkeit, um so viel wie möglich an Höhe zu gewinnen, damit vermeiden. Was meinst du damit? Hast du jemals die Möwen beobachtet? Sie fliegen in großer Höhe. Dann an einem bestimmten Zeitpunkt versteifen sie ihre Flügel und beginnen segelnd abzusinken. Manchmal können sie dieselbe Strecke hinab hier zurücklegen, wie die Strecke, die sie bis zum Aufsteigen benötigt haben. Und sie werden unterstützt vom Wind, den Strömungen und ihrem Instinkt. Der Wind, die Strömung, den Instinkt? Auch wenn das alles nicht so ausreicht, dann können sie immer noch mit ihren Flügeln schlagen. Und wir, was können wir? Nur sinken. Wir schlagen auf den Boden auf. Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut.
Und was machen wir jetzt? Wir schwimmen. Und wohin? Zu den Bahamas. Weißt du, wo die sind? Nö. Ich auch nicht. Okay, dieses Mal mach mir, was du sagst, aber es ist nicht vorbei. Doch, doch, es ist vorbei. Schade. Das Ende? Fragezeichen? Wirklich gutes Spiel. Einfach nur, weil es Erinnerungen hervorruft. Einfach nur sauber. Sehen wir noch was? Oder war das der Abschlussscreen? Der Blackscreen. Vielen Dank.